Damen und Herren, das Podium Ahrensburg hat mich in diesem Jahr quasi mit hinzu engagiert, um Ihnen den Jazzherbst, zum ersten Mal den Jazzherbst mit zu präsentieren, das heißt die Gruppen ein bisschen vorzustellen. Ich tue das sehr gern, bin mit großer Freude hierher gekommen und ich muss sagen, die Atmosphäre ist bei Ihnen sehr schön, das kann ich aus den vergangenen Konzerten so wie heute sagen. Nur die Vorweihnachtsstimmung war natürlich nicht. Ich finde das sehr schön, dass auch das hier gemacht wird. Ich kenne sehr nüchterne Seele aus den letzten Tagen und insofern freue ich mich, dass Sie hier doch auch da eine Besonderheit darstellen. Wirklich Gratulation zu der Liebe, mit der ihr Konzerte gemacht habt. Für mich persönlich existiert allerdings der Jazz in seiner Gesamtheit. Ob ich mit Dizzy auf der Bühne war oder mit Oscar Peterson, mit Woody Herman, das war für mich ähnlich oder dasselbe als mit den großen Bands des Traditional Jazz. Und ich freue mich, da ich ja mit dieser Band seit über 20 Jahren verbunden bin, dass hier eine Band ist, die im Unterschied zu anderen, die gleichermaßen langjährig existieren, sich ihrem Stil fast gänzlich treu geblieben ist. Das hat man ja nicht immer. Sie haben selbst die Erfahrung, dass so manche Band heute ganz anders spielt als vor 10 oder vor 20 Jahren. Bei der Papa Boo Band ist eigentlich die Liebe zur Tradition wirklich nach New Orleans geblieben. Und als die Band 56 in die Wiege gelegt wurde von Arne Papa Boo Jensen, da war natürlich das Benjo dabei. Liebhaber wissen das noch aus dieser Zeit. Im Hamburger Raum ist ja die Band so gut wie zu Hause, kann man schon sagen, neben ihrer eigenen Heimat Kopenhagen. Und dieser Venue-Stil, der ganz typisch war für den Revival Dixieland, für den Revival New Orleans Jazz nach dem Kriege, der ist allerdings nicht mehr existent. Aber all das andere, was in dieser Band erklingt, tendiert mehr als bei den sogenannten großen Bs aus England zu New Orleans. Wir haben eigentlich 4 große Bs in Europa, denn Papa Boo darf man nie vergessen, wenn es um die Bs geht. Nicht nur die Engländer haben so etwas aufzuweisen. Und in den 60er Jahren war diese Band eigentlich die Hauptlinie für die Olsen-Bande. Vielleicht haben Sie die Filme alle gesehen, diese wunderschöne Reihe. Ohne die Band wäre der Film nie entstanden, die Serie. Ja, die Olsen-Bande mit Papa Boo and his Jazz Band, muss man dazu sagen. Aber die Band hatte ja ihren großen Hit. Auch das darf man nicht vergessen. Speziell in Deutschland kam dieser Hit so wunderbar an. Kenny Wall hatte die Mitternächte, die Mitternacht in Moskau, Midnight in Moskau. Bei Chris Barber war es Ice Cream oder Petite Fleur. Bei Acker Bilk, Stranger on the Shore. Und hier schlafe mein Prinzchen, schlaf ein. Das 1959. Ja. Es ist ja, das ist wahr, nicht? Das okay, 1959, muss man sich vorstellen, mit Schlafe mein Prinzchen schlaf ein. Ja, das ist übrigens eine Posaune, die aus Klingenthal kommt. Vielleicht wissen Sie, wo Klingenthal liegt. Das hat er sich in den 60er Jahren mit seiner ersten DDR-Gage erworben in Klingenthal. Das ist kurios, dass er mir das nun hier in die Hand drückt. Meine Damen und Herren, 1966 zum ersten Mal in New Orleans. Es war die erste Band, die New Orleans aus Europa beim großen Festival dort ankam. Auch das wollen wir nicht vergessen. Es gibt über 70 Langspielplatten, inzwischen auch CDs von dieser Band. Und ich finde, es ist einfach toll, dass sich das so gehalten hat. Und der Jürn Jensen ist seit 28 Jahren an den Tasten. Der Jürn Jensen, 28 Jahre. Von Jürn Jensen, Ole Stolle, 22 Jahre. Ole Stolle, 22 Jahre. Ole Stolle kam damals aus der Radio Big Band Kopenhagen. Seitdem, also seit 22 Jahren in dieser Band. Ich gehe mal der Reihe nach. Da haben wir seit 8 Jahren in der Band John Defrey, den Mann, der New Orleans da. Kaum einen Engländer, überhaupt Europäer, der so die New Orleans Klarinette beherrscht, wie er die kreolische. Das muss ich sagen. Ja. Dann haben wir Ole Olsen auf dem Bass seit 7 Jahren. Ole.
Er trägt eine besondere Farbe in dieser Band seit 5 Jahren an. Didier Gers am Schlagzeug. Singen! Ich glaube, in Europa spielt kaum einer die New Orleans Melodieposaune, dieses Geradeausspiel, so typisch wie er. Papa Boo, der die Band gegründet hat. Papa Boo. 37 Jahre, Papa Boo und seine Kinder. Thank you.